Ach, das passt schon. Es steht ein bisschen, wenn wir mal gucken. So sieht man auch den Beamer noch. Ja, herzlich willkommen zum Präsentation des Regionalgruppe Ost und vor allem auch des Projektes Luthers Kinder. Als Anlass nehmen, um zu gucken, wie es Kindern und Jugendlichen rund um den Lutherweg geht, also in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Bayern. Wir haben gesagt, dazu fragen wir zum einen Jugendliche, zum anderen Multiplikatoren, Verantwortliche auf kommunaler, aber auch auf Landesebene. Und wir überlegen auch, was hat denn die Situation, wie Jugendliche heute leben, was hat das mit Jugendpolitik, was hat das mit Sozialpolitik, also was sind politische Voraussetzungen, die sich ändern müssen. Und konkret interviewen wir Leute und dokumentieren das erstmal auf einer Webseite. Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier im Kino in Wittenberg. Mein Name ist Jan Witzer, ich arbeite für die evangelische Jugend in Sachsen, dort für den Bereich gesellschaftspolitische Bildung und durfte 1 bis 3 oder 5 Formate für Luthers Kinder durchführen. Meine Erfahrung bis hierher zusammengefasst, es ist vor allen Dingen überraschend, welche große Distanz Politikerinnen und Politiker im direkten Kontakt mit Jugendlichen empfinden. Es sind leider Veranstaltungen ausgefallen, spontane Terminverschiebungen haben stattgefunden und das Miteinander ließ sich schwer gestalten. Auf der anderen Seite haben die Jugendlichen gesagt, dass es ganz schön war, mal so über Politik reden zu können, ohne dass es gleich von beruflichen Politikerinnen und Politikern erklärt wird. Die Themen waren fast überall die gleichen. Vor allen Dingen im ländlichen Raum dominiert die Frage nach ÖPNV und Orten freier Entfaltung für Jugendliche. Das waren die zwei Themen, die im ländlichen Raum besonders wichtig waren. Darüber hinaus die Frage nach Fachkräftemangel und Ausbildungsplätzen in der Region. In den städtischen Bereichen von Dresden und Leipzig waren andere Themen vorne dran. Aber auch hier gibt es Schnittmengen, nämlich vor allen Dingen im Bereich der Entfaltungsräume, der Gestaltungsräume und der Lebensräume jenseits von Schule. Schule, selbstverständlich, für die Jugendlichen, mit denen ich zusammen unterwegs war, zwischen 14 und etwa 24, macht Schule einen massiven Bereich ihres Lebens aus. Und wie dieser fairer und gerechter und demokratischer gestaltet werden kann, das war immer und immer wieder Thema. Ich wünsche noch gute Unterhaltung, einen schönen Abend und herzliche Grüße von Dresden nach Wien. Und welche Probleme und Schwierigkeiten erleben Sie als Jugendamtsleiterin bei Kindern und Jugendlichen heutzutage hier in der Region? Ich habe mich im Vorfeld mit meinen Mitarbeitern dazu auch kurz geschlossen und es hat sich eigentlich, wenn ich mal auf die vorhergehende Frage an Herrn Hirte zurückkommen darf, in der Hinsicht, was die Kinder und Jugendlichen prägt, nicht allzu viel geändert. Ich bin ja in einer ganz anderen Gesellschaft aufgewachsen, ne? Aber wenn man jetzt die Schülersprecher, von denen ja einige hier sitzen, zitiert oder das wiedergibt, was sie auch sagen, 80% der Problematiken betreffen den Bereich Schule. Das war zu meiner Zeit so und da hat sich nicht viel dran geändert. Schule ist ein wesentlicher Bestandteil beim Aufwachsen von Kindern und auch Jugendlichen und das ist auch nach wie vor so. Die Frage, was muss Jugendpolitik in Thüringen und darüber hinaus unbedingt für Jugendliche leisten? Da hatten Sie gesagt, zur Politik gehört, dass gute Schulen und gute Universitäten, gute Bedingungen geschaffen werden, dass dafür viel getan werde, aber auch, dass Sie gerade bei den Schulen im Moment in Thüringen sehen, dass dort nicht alles gut läuft, zum Beispiel viel Unterricht ausfällt und dergleichen. Also wir haben ja in Thüringen wie in allen neuen Bundesländern die besondere Situation, dass wir ein
überdurchschnittlich alten Lehrkörper haben. Also es wurde jahrelang nicht eingestellt, weil wir massiv zurückgehende Schülerzahlen hatten. Und jetzt gibt es relativ wenig junge Lehrer. Und im Durchschnitt gesehen, also wenn man ein hohes Durchschnittsalter hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand krank wird, auch einfach größer. Das heißt, man muss einfach dafür sorgen, dass auch mehr Lehrer eingestellt werden. Klosterleben im Selbstversuch. Ich hatte und habe Angst vor der Oberstufe. Fehler sind nicht mehr erlaubt. Der Druck ist für mich so unfassbar hoch und lastet auf mir wie ein Schwergewicht, das mich daran hindert, frei zu atmen. Plötzlich lerne ich länger. Ich verhalte mich anders im Unterricht. Da ist immer die Angst, was falsch zu machen. Wenn wir jetzt einen Test wiederbekommen, ist es totenstill im Raum und ich weiß nicht, ob ich mich über meine Zensuren freuen soll. Ob sie genügen. Wir sind erst 3 Wochen wieder im Unterricht und ich bin schon wieder überlastet, fühle mich nicht stark genug für die Flut, die ich da auf mich zurollen sehe. Und dann komme ich ins Projekt. Das Kloster Drübeck wird erkundet, so heißt es. Ich habe absolut keine Ahnung, was auf mich zukommt. Aber trotzdem ist es für mich jetzt schon ein Aufatmen. Die Musik bei einer Andacht verursacht mir zum ersten Mal in meinem Leben Gänsehaut. Die Fürbitten wirken plötzlich nicht mehr abstrakt und fremd. Wir arbeiten an Materialien für die jüngeren Schüler, damit sie einmal mit unseren Augen, aber auch spielerisch das Kloster entdecken können. Effektiv, ohne hektisch zu sein. Konzentriert, ohne ernst zu sein. Es ist etwas Neues, eine Arbeitsatmosphäre, die ich noch nicht kenne. Wir bringen Leistungen, ohne im Stress zu sein, und ich will nicht wieder zurück in den inzwischen so beängstigenden Alltag, in diesen Kreislauf aus Erwartung, Druck und ständiger Kontrolle, der sich Schule nennt. Aber das kann ich nicht stoppen. Ich kann mir nur diese Woche in Erinnerung behalten und dabei daran festhalten, dass den schlimmeren, anstrengenden Zeiten auch wieder bessere Zeiten folgen werden. Zeiten wie diese hier. Dankeschön. Ich finde, besonders schwer ist es für mich gerade zu finden, was man tun möchte in der Zukunft. Also ich finde das schon nach, also ich habe das Gefühl, dass ich in der Schule nicht darauf vorbereitet wurde, was ich danach mache, sondern ich wurde in der Schule hauptsächlich darauf vorbereitet, meinen Abschluss zu machen. Und dann das danach ist dann so was, was man selber finden muss. Aber es ist halt schwer, weil heutzutage es sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, was man machen kann. Und deswegen ist es halt so, finde ich, sehr schwer, da sich selber zu finden und das, was man machen möchte. Natürlich kann man auch viel wechseln wieder, aber trotzdem sollte man schon eine Richtung haben, in die man gehen möchte, aber das ist schwierig. So, meine Frage wäre, wir haben auf unserer Schule fast 700 Schüler. Und wir kommen auch mit unserem Platz überhaupt nicht mehr klar, weil wir eben Freiheit der Jugendlichen angesprochen hatten. Ich wohne in Bollerode, das ist ein sehr kleines Dorf, außerhalb von Eisenach, und ich gehöre noch zum Wartburg-Kreis. Und auf unserer also ich würde jetzt nicht mehr angenommen werden, würde ich mich auf unserer Schule bewerben. Und das liegt einfach daran, dass wir nur noch Schüler hauptsächlich annehmen aus Eisenach. Das macht das aber auch so. Und das nächste Gymnasium wäre Rula. Und wenn man jetzt mal die Entfernung vergleicht, Eisenach und Bollerode und Rula, sind das natürlich Entfernungen, die überhaupt nicht in Relation stehen. Also ich hätte jetzt zum Beispiel kein Gymnasium, auf das ich gehen würde, würde ich mich jetzt neu anmelden und würde aus der Grundschule rauskommen. Und deswegen wäre meine Frage, was wollen wir ändern an den Schulen, damit wir mehr Platz haben und auch Kinder außerhalb, die aufs Gymnasium kommen, eine Chance haben, in Eisenach aufs Gymnasium zu gehen. Da würde ich mal antworten vielleicht. Ich bin ja nicht nur Kreisvorsitzender der CDU im Wartburgkreis, sondern auch Mitglied des Kreistages. Und der Kreistag ist dafür zuständig, unter anderem zu entscheiden, wie die jeweilige Schulstruktur in der Gebietskörperschaft ist, so wie das der Stadtrat in Eisenach
für die Eisenacher Schulstruktur ist. Wir haben keine koordinierte, abgestimmte Schulgebietsstruktur, Schulnetzstruktur zwischen Eisenach und Wartburgkreis. Stimmt nicht ganz. Natürlich spricht man miteinander, unterhält sich auch miteinander, überlegt, wie man bestimmte Dinge gemeinsam macht. Aber wir haben kein Schulnetz aus einem Guss in der Region. Das ist einer der Gründe, warum es aus meiner Sicht durchaus Sinn macht, die Wartburg-Region gemeinsam zu entwickeln, Eisenach und Wartburgkreis zusammen und auch zu schauen, wie sich Schülerzahlen entwickeln. Die Erfahrung der vergangenen Jahre war eher so, dass Schülerzahlen deutlich abgenommen haben. Das heißt, es gab die Überlegung sogar, das Elisabeth-Gymnasium mit dem Appe-Gymnasium zusammenzulegen, weil es deutlich zurückgehende Schülerzahlen gab. Das ist offenkundig, wie ihr gerade berichtet, ja kein Thema mehr, weil sich die Realität jetzt doch anders zeigt, als man sich das ursprünglich vorgestellt hat. Und deswegen. Das ist richtig, es war vor Jahren mal das Thema, die beiden Gymnasien zusammenzulegen, aber da gab es auch nicht nur zurückgehende Schülerzahlen, waren die Begründung, es gab andere auch, aber das ließ sich einfach nicht realisieren. Und jetzt ist es einfach so, dass der Platz auch wirklich nicht mehr ausreicht. Wir haben uns im Vorfeld kurz unterhalten. Die Problematik ist natürlich, dass aus meiner Sicht, ich kann es jetzt nur als meine persönliche Auffassung dazu auch kundtun, wir haben im Bereich Schule einfach eine, glaube ich, nicht so gute Situation. Inhaltlich ist das Land zuständig, für die Hülle ist die Kommune zuständig. Die Schulinvestitionspauschale des Landes Thüringen ist für Eisenach ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist es wahrscheinlich auch in den anderen Gebietskörperschaften, kenne ich mich jetzt aber nicht so genau aus. Und es fehlt mit der Veränderung des Schulsystems an sich, es fehlt die Möglichkeit, die finanzielle Möglichkeit, die räumliche Hülle daran anzupassen. Und das ist genau die Thematik. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Kurssystem, die Einführung des Kurssystems verlangt ja mehr Räume auch. Aber ich habe die Schule. Und jetzt müsste eigentlich ein Anbau dran, darum geht es ganz konkret. Aber das ist am Abi-Gymnasium genauso. Und das ist an der TGS, an der Thüringer Gemeinschaftsschule, genauso. Schönen guten Tag. Mein Name ist Kathi Engel, ich bin die Kinder-Jugendpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Thüringer Landtag. Leider wurde ich nicht eingeladen heute, aber durch Zufall habe ich erfahren, dass diese schöne Veranstaltung stattfindet. Ich wollte noch mal sagen, dass sich mir die Auswahl der Diskutanten nicht erschließt, weil es leider auch Chancen verpasst, die von Themen, die zurzeit auch im Landtag behandelt werden. Frau Stephan hat es ja schon mal angesprochen, wir haben dort zurzeit zwei Anträge in Anhörung, die wir im Ausschuss behandeln. Die befassen sich beide mit eigenständiger Jugendpolitik, wo wir über anderem zum Beispiel darüber diskutieren, ob es nicht für Thüringen auch sinnvoll wäre, einen Jugendcheck einzuführen. Für euch also Jugendcheck bedeutet, wenn jetzt Gesetze erlassen werden, gibt es eine unabhängige Kommission, die überprüft, ob das gute oder schlechte Auswirkungen hat auf die nachfolgende Generation und notfalls dann nochmal intervenieren kann. Eigentlich eine ganz coole Sache, aber auch sich nochmal auf den Tisch holt. Zum Beispiel sollte man nicht in der Kommunalverordnung schon verankern, dass dort auch auf kommunaler Ebene sowas wie ein Jugendcheck gemacht werden sollte oder ob man da nicht auch eine Verpflichtung einbringen könnte, gerade auf kommunaler Ebene bei bestimmten Gesetzesvorhaben oder Initiativen Jugendliche da wirklich zu beteiligen. Das wäre, glaube ich, für jede Stadt eine sinnvolle Neuerung. Leistung ist notwendig. In allen Gesellschaftsformen. Dies gilt für jede Zeit, Luthers wie auch für die unsere. Wir können abends nur das verteilen, was wir morgens erwirtschaftet haben. Werteschaffende Arbeit ist Grundlage jedes menschenwürdigen Lebens. Fand ich natürlich gestern besonders bemerkenswert im Schulvortrag,
die drei Schülerinnen dort von dieser Landesschule, die aus unterschiedlichen Bundesländern kommen, wo sie zu Hause sind und dort miteinander lernen, auch voneinander lernen, aber die dann natürlich auch viele gemeinsame Schnittpunkte haben und die so sehr engagiert sind mit dem, was sie tun, weil sie unheimlich viel am Nachmittag dort noch an AGs besuchen und so weiter und sich dann aber auch noch engagieren in so einem Reformationsprojekt. In ihrer Freizeit ja im Prinzip. Die sie übrigens kaum haben, also das war die andere Erkenntnis. Wir waren um vier da und ich dachte so, ich hatte den Termin angeboten nach dem Motto, oder lange nach der Schule, hoffentlich ist noch jemand von den Internatsschülern da. Und dann kriegte ich die Antwort von der Lehrerin, 4 Uhr ist schwierig, da ist noch Unterricht. Genau, und dann ging es ja noch weiter. Die hatten ja noch eine Veranstaltung, wo sie dann extra freigestellt wurden für uns. Und dann ist ja ihre 1,5 Stunden Zeit für Hausaufgaben, damit sie dann pünktlich zum Abendbrot sind, um nach dem Abendbrot dann die AGs zu besuchen, die es ja dann irgendwie auch noch gibt. Also ein streng und ziemlich eng getaktetes Leben dort in dieser Internatsschule. Aber die sind trotzdem, haben die gesprüht, waren fröhlich dabei. Das war schon total schön, so von denen zu hören und dass sie sich für uns so viel Zeit genommen haben. Sarah Deifel hat bei Sola Scriptura mitgeschrieben, weil sie beim Schreiben nachdenken und experimentieren kann und ihre Gedanken gerne mit anderen teilt, so schrieb sie mir. Das versuche ich jetzt für Sie zu vermitteln. Blickbohrmaschine. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Gefühlskälte. Meine Hände fühlen nichts. Ich fühle meine Hände nicht. Es ist, als würden sie nicht zu mir gehören. Meine Beine spüre ich dafür umso mehr. Sie kribbeln wie ein ganzer Ameisenhaufen. Gleich fängt das Konzert an. Dann muss ich nach vorne. Als Drittes Geige spielen und alle gucken mich an. Das kann ich nicht. Eigentlich ist das alles nur aus Spaß und rein freiwillig. So heißt es offiziell. Aber für nur Spaß sieht es ziemlich ernst aus. Lehrer geben Schülern letzte Tipps. Schüler schauen nervös umher. Die Angst zu versagen schwirrt durch den Raum. Auch ich bin nicht freiwillig hier. Mein Geigenlehrer wollte es unbedingt. Wenn du mal etwas werden möchtest, musst du auch vorspielen können. Und meine Eltern. Ich muss ständig vorspielen, aber ich hasse es. Und ich will auch nichts werden. Jedenfalls nicht so. Ich liebe Musik, Gedankenflug, Raumklang, Tontanz, Farbenspiel, aber nicht hier. Blickbohrmaschine. Der Musikschulleiter eröffnet das Konzert. Ein blasser, hagerer Mann, sein Lächeln scheint aufgesetzt. Schon kommt das erste Mädchen nach vorne und setzt sich ans Klavier. Hilfe, gleich bin ich dran. Das Klavierstück erklingt erst seit ein paar Sekunden, aber neben mir steht ein kleiner Junge auf. Vermutlich ein Geschwisterkind. Seine Finger spielen Luftklavier. Und sein Körper wiegt sich zur Musik. Die Mutter will ihn peinlich berührt auf seinen Stuhl zurückziehen, doch er lässt sich gar nicht beeindrucken. Als nächstes betritt ein Junge mit einer Klarinette die Bühne. Kaum hat er angefangen zu spielen, fängt der Junge neben mir an zu singen. Es hört sich schrecklich an. Sofort drehen sich empörte Eltern zu ihm um. Die Mutter wird ganz hektisch, versucht, ihrem Sohn den Mund zuzuhalten und redet leise, aber sehr bestimmt auf ihn ein. Den Jungen kümmert das nicht. Seine Haare wippen auf und ab, seine Augen lächeln. Gedankenflug, Raumklang, Tontanz, Farbenspiel, Musikmensch, Musikherz. Als das Stück zu Ende ist, zerrt die Mutter ihren Sohn aus dem Saal. Von draußen erklingt fernes Schimpfen. Ich stehe auf und gehe nach vorne.
Als ich mich im Publikum umsehe, vermisse ich diesen kleinen Jungen. Für ihn würde ich spielen. Herzmusik. Unsere Einstellung heute Kindern gegenüber hat sich einfach dramatisch geändert. Also was ich deutlich machen wollte, viele Kinder sind doch heute in einer Art und Weise durchstrukturiert, wie das früher nicht der Fall war. Auch die Erwartung, dass man alle möglichen Dinge gleichzeitig macht, Sport, Musik, dies und das und jenes, das ist, glaube ich, heute schon noch ein Tick anders, als es früher war. Es war einfach mehr laissez-faire. Kinder waren mehr Kinder früher. Also ich sehe das auch bei meinen eigenen Kindern, dass die schon auch irgendwie, in Anführungszeichen, ein Programm haben, das sie abarbeiten müssen. Also als Eltern im besten Sinne für die eigenen Kinder will man ja, dass die bestimmte Dinge mitnehmen. Mich stört als jugendpolitischer Sprecher, dass Jugendpolitik und Jugendhilfe gerne in einen Topf geworfen werden, weil dadurch junge Menschen häufig so als Problemgruppe in der Gesellschaft dargestellt werden. Dass wenn wir über junge Menschen sprechen, dass es immer nur um Problembewältigung geht. Ich denke, wir müssen beides machen. Wir müssen auf der einen Seite schauen, welche Probleme haben junge Menschen, welche Bereiche von Problemen müssen wir bearbeiten, aber auf der anderen Seite auch deutlich zu machen, dass wir, wenn wir über Jugendpolitik sprechen, auch die Voraussetzungen für das Aufwachsen von jungen Menschen schaffen, beziehungsweise die Bedingungen für junge Menschen schaffen, die vielleicht auf den ersten Blick gar keine Probleme haben. Und da sind wir heute hier unterwegs gewesen, in Freiburg, waren bei dieser Skateranlage, die da eröffnet wird morgen. Und dass die erzählt haben, die dafür verantwortlich sind, die Gemeinderätin und der Jugendmitarbeiter, wie schwierig und wie lang dieser Weg war. 2 Jahre lang haben die gebraucht. Das ist irre. Also, für eine Gemeinderätin kann das sehr anstrengend sein, dass es in diesen 2 Jahren dann doch zu schaffen und sowas auf den Weg zu bringen. Aber für einen Jugendlichen ist das ja eine irre lange Zeit. 2 Jahre, das ist sowas weg, weit weg dann, ja. Heute bin ich 8. Klasse, 2 Jahre bin ich 10. Ich denke in der 8. Klasse noch nicht über die 10. nach. Ist irre weit, weit weg. Sie haben auch gespürt, dass sich was verändern kann. Also das war ein Wunsch von den Jugendlichen, diese Skaterbahn zu haben. Und war ein weiter Weg, Grundstück zu finden, Geld aufzutreiben, weil die Gemeinde dafür auch, also die kommunale Gemeinde dafür das Geld gar nicht zur Verfügung hat, Sponsoren zu finden, die rechtlichen Rahmenbedingungen alles zu klären. Ja, wenn das alles so theoretisch ist, dann denke ich immer, ich kann eigentlich nichts machen. Aber wenn es konkret wird, dann merke ich halt mal, nee, es gibt konkrete Möglichkeiten, gibt es ja doch. Da kann ich ja doch was auf den Weg bringen. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Effekt, den wir auch viel stärker vielleicht in der Gesellschaft brauchen. Weil ich glaube, das nicht nur ein Thema bei Jugendlichen ist, sondern bei allen in der Bevölkerung oder bei vielen in der Bevölkerung, ja, die da oben entscheiden, also ich kann gar nichts tun. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Einschätzung teilen würde, dass es Politikverdrossenheit gibt. Ich glaube, zur Wahrheit gehört eher, dass sich ein Großteil der Bevölkerung bei Kindern und Jugendlichen noch viel stärker als bei Erwachsenen eher ein Desinteresse zeigt, nicht eine Verdrossenheit, dass man sein eigenes Leben führen will und nur ganz selten dann, nämlich wenn Politik einen in irgendeiner Stelle persönlich betrifft, sich auch mal mit politischen Fragestellungen beschäftigt. Demokratie und Politikvermittlung ist natürlich auch Aufgabe der Schule. Ich war heute erst wieder an einer Schule, das mache ich also regelmäßig, um zu erklären, was treibt denn überhaupt so ein Bundestagsabgeordneter, wie läuft die Arbeit, was treiben wir da in Berlin und was macht so ein Bundestagsabgeordneter, wenn er nicht in Berlin ist. Weil die bauen ihre Skaterbahn ja nicht nur für diesen Sommer, sondern die soll ein paar Jahre lang genutzt werden und stehen. Also von Jugendlichen, die heute noch nicht an Skaten denken, die aber vielleicht in 3 Jahren dort auf der Bahn mit ihren Teilen dort auch fahren können oder ja in BMX-Rädern oder was auch immer. Es bleibt das Problem, dass die Kommune kein Geld dafür hat. Hat ja berichtet die Gemeinderäte, dass sie eigentlich alles Geld irgendwie auftreiben mussten als Sponsoren, ganz wenig über eine lokale Förderung, sonst Förderanträge nicht in Frage kamen. Auch Jugendliche, die selber Benefizveranstaltungen gemacht haben, Geld zusammen. Ja, also das ist ja schon ein schwieriger Prozess. Ich meine, ich habe da so die Ambivalenz erlebt zwischen einerseits versagt die Politik, weil sie dann nicht da ist, und andererseits gibt es ja politische Akteure, und wir treffen ja später auch den Bürgermeister, der das auch unterstützt hat, gibt es politische Akteure, die als politische Akteure wiederum ihre Netzwerke nutzen, um das zu unterstützt hat und da war, aber am Ende war es das Engagement einer Gemeinderäte, und zwar mehr das ehrenamtliche Private als das wirklich politische. Also das... Es ist vollbracht. 2 Jahre nach der Beantragung am Freitag, den 7. April, konnte nun die lang ersehnte neue Skaterbahn in Freiburg eröffnet werden.
24.500 Euro hat das Projekt gekostet. Die Skaterbahn wurde zu 100% aus Spendengeldern finanziert. Somit wurde der Haushalt der Stadt nicht belastet. 11 mal 14 Meter ist die Bahn groß, auf der die Skater sich nun austoben können. Ehrenamtliche Arrangement oder das bürgerschaftliche Arrangement braucht, zu sagen, also wenn wir was bewegen wollen, dann müssen wir da uns umeinander kümmern und uns dafür einsetzen. Also wenn die Gemeinderätin dort sagt, ich habe eigentlich damit Kindern gar nicht so viel am Hut vielleicht, ja, aber ich habe mal das hier analysiert, ich habe mal gescannt sozusagen unseren Ort, wo wir wohnen, was gibt es denn hier für die Kinder, was gibt es hier für die Jugendlichen, und merke, es gibt für die Jugendlichen nicht wirklich was. Und sie daraus für sich schließt, da muss aber was passieren, da müssen wir was auf den Weg bringen. Ja. Und gleichzeitig kommen dann Jugendliche und sagen, ey, wir wollen eine Skaterbahn haben, und die dann zusammenfinden und sagen, na gut, Mensch, das ist ja mein Interesse, ich sehe, die brauchen was, und die Jugendlichen sagen, wir wollen was, ja. Und dann machen wir uns mal auf den Weg zusammen. Wann kannst du Jugendliche unterstützen? Wann kannst du sie begleiten? Was ist dein Angebot an sie? Also das Angebot, was ich den Jugendlichen zur Verfügung stelle, ist, dass ich sie begleite, wenn sie etwas Konkretes wollen und sich über ihr eigenes Bedürfnis, was sie gerne möchten, im Klaren sind, und dann begleite ich sie und unterstütze sie dabei, dieses Bedürfnis oder diesen Wunsch, diese Utopie, diesen Traum in die Realität umzusetzen. Und die Schwierigkeit dabei ist, dass sich Jugendliche häufig nicht genau im Klaren darüber sind, was sie denn eigentlich wollen. Sie wollen sehr viel. Sie bekommen auch sehr viel mit durch unsere, ja, Medienlandschaft. Der Kinder- und Jugendplan des Bundes, der beschreibt Beteiligung, und hier zitiere ich das mal, als Teil von Teilhabe eben, Möglichkeiten zu schaffen, sich einzumischen, aktiv an der Ausgestaltung der eigenen Lebenslagen und der Angebote der Kinder- und Jugendhilfe mitzuwirken und sich gegebenenfalls beschweren zu können. Das wäre ein zentraler fachlicher Standard der Kinder- und Jugendhilfe, so sagt es der Kinder- und Jugendplan. Würden Sie da so das unterstreichen oder sagen, es ist zu kurz gedacht? Also ich bin da ehrlich gesagt skeptisch, ne? Also wie gesagt, wenn wir über Kinder reden, meine Kinder, das älteste 9 Jahre, die brauchen klare Ansage, wo es lang geht im Leben. Und deren Teilhabe an bestimmten Entscheidungen ist natürlich da. Ich frage die und versuche mit denen zu klären, was deren Hobbys sind und was sie machen wollen. Aber die wesentlichen Grundentscheidungen bei Kindern, die können nicht von denen selbst getroffen werden. Das ist Aufgabe und zuerst Verantwortung natürlich auch von Eltern. Und da, wo es nicht funktioniert, auch von Behörden zu gucken, wie man Kindern eine vernünftige Entwicklung ermöglicht. Und je älter die werden, Jugendliche, da ist die Situation natürlich völlig anders. Die sind schon in einem Alter, wo man selbst Verantwortung für sich selbst auch übernehmen muss, wo man grundlegende Entscheidungen auch eben selbst treffen kann und muss. Und ich glaube, die eigentliche Herausforderung ist, zu gucken, diesen Weg quasi von einer sehr starken Anleitung zu einer völlig freien Entscheidung vernünftig zu gestalten, dass man das hinbekommt, dass man entsprechend der eigenen Verantwortung eben auch immer mehr Freiheiten gibt. Und was die Kommune braucht, oder was die Jugendlichen mehr oder weniger brauchen von der Kommune, ist einfach, dass ihnen der Platz und der Freiraum gegeben wird, und wo sie sich auch entfalten können, ne? Wo sie einen Spielplatz für Jugendliche in ihrem Kopf erarbeiten können und sich ausleben können. Und da reicht halt meistens leider nicht ein selbstverwalteter Raum am Sportlerheim hinten dran, wo man nur in dem Raum sitzen kann und da was machen kann. Das ist, denke ich, die Kapazität erschöpft. Es ist nicht so ganz einfach, das zu handeln. Und ich frage mich immer, was sind alternative Möglichkeiten, Kinder und Jugendliche zu beteiligen? Und da komme ich dann wieder zurück. Wir müssen sie fragen. Vielleicht erlauben Sie, dass ich provokant dann noch so mal ein bisschen einhake. Ich bin ja selber Vater von 3 Kindern. Meine älteste Tochter, wie gesagt, ist 9. Was heißt denn Teilhabe von Kindern? Reden wir, wenn wir ehrlich sind, über Pädagogik, oder reden wir darüber, dass die wirklich mitentscheiden können?
So, und da muss man ganz ehrlich sagen, Kinder können das Wenigste selbst entscheiden. Wir müssen als Eltern, als Erziehungsberechtigte, als diejenigen, die in Einrichtungen sind, gucken, dass wir mit denen reden und denen realistische Optionen aufzeigen, einen Rahmen aufzeigen, in dem die sich bewegen können. Die können aber noch nicht für sich alleine grundlegende Dinge entscheiden, sondern wir müssen eigentlich. Wenn ich das richtig beobachte, es gibt viele Möglichkeiten. Wir haben auch ein tolles Land, in dem auch viele Voraussetzungen gut da sind. Aber was mir fehlt, ist eigentlich ein Stück die Diskussion mit Menschen oder die Menschen heranzuführen. Das sehe ich auch hier zum Beispiel, das ist ein tolles Thema, warum so wenig da sind. Menschen heranzuführen, die sich für diesen wichtigen Bereich Kinder und Jugendliche wirklich interessieren. Und auch aus dem Desinteresse rauskommen, wie man da Lösungen hat. Da bin ich auch ein Stück ratlos, weiß es auch nicht. Guck doch mal, ist ja der Landesjugendpfarrer für alle, also zuständig für alle Jugendlichen und alle Jugendmitarbeiter, die in der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, also in Thüringen und Sachsen-Anhalt und noch ein bisschen darüber hinaus. Machst du mir auch Angst. Leben so. Was braucht es denn für die, was würdest du sagen, was brauchen die, damit die gut aufwachsen können? Gibt es irgendwas, was sich dringend ändern muss? Gibt es irgendwas, was verstärkt werden muss? Dann braucht es zum einen natürlich die Jugendlichen, die was wollen, die was bewegen wollen, die ihre Interessen haben und ihre Interessen auch äußern und die weitersagen. Das braucht auch das Weitersagen. Wenn die das nur für sich behalten hätten und das niemandem erzählt hätten und nicht losgegangen wären, und sind ja selber losgegangen, haben schon ein bisschen Geld hier und da gesammelt. Ja. Ja. Also die braucht es. Die Jugendlichen, die das Engagement ein bisschen dahinter haben. Aber es braucht genauso auch Leute, die eine gewisse Affinität haben, zu wissen, wir sind verantwortlich eigentlich doch für unseren Ort, für unsere Gemeinde, für unsere Stadt, für unser Dorf. Mhm. Da sind wir doch miteinander verantwortlich dafür, dass es für alle was gibt, ja, dass es dort nicht nur eine nette Geste ist, dass dort ein Kinderspielplatz ist, sondern dass das einfach dazugehört, weil wir brauchen doch die Kinder in den Orten und wir brauchen die Jugendlichen in den Orten, die müssen ihren Ort haben. Also Leute, die eine Affinität haben dafür, sagen also, das ist notwendig und die auch gleichzeitig spüren, das schaffen die aber gar nicht alleine. Da muss einer behilflich sein. Ich muss, wenn ich im Gemeinderat bin, mich um die mit kümmern und muss auch sagen, okay, ich selber will nie auf eine Skaterbahn, aber die brauchen das, deswegen kümmere ich mich mit drum. Das ist gut. Das, glaube ich, ist wichtig. Und es braucht auch die Schnittstelle dazu. In dem Fall also ein Jugendmitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die sagt, das will ich begleiten. Also ich will rauskriegen, was sind die Ideen bei den Jugendlichen. Ich will Projekte auf den Weg bringen, dass die das mit Leben füllen können, dass die auch merken, das ist unseres. Und nicht nur sagen, okay, bringt uns mal eine Bahn, dann freuen wir uns drüber, sondern wir machen auch wenigstens mal etwas. Versuchen auch zu verstehen, was das im gesamten Gefüge bedeutet. Wir wollen nicht nur einen Skaterbahn bauen, wir wollen auch einen Treffpunkt haben oder einen Treffpunkt damit entwickeln, wo Jugendliche den Jugendlichen annehmen und sagen, das ist unser Ort jetzt. Es müsste ein politisches Grundvertrauen gegenüber Jugendarbeit und gegenüber sozialer Arbeit geben, was den Sozialarbeiter, Arbeiterinnen, die in dem Bereich tätig sind, halt entgegengebracht wird, dass sie einfach auf lange Sicht, und auf lange Sicht meint hier 10, 15 Jahre, im Sinne eines bestimmten Konzeptes, einer bestimmten Fernziel- und einer bestimmten Nahzielbestimmung halt auch arbeiten könnten, mit dem Grundvertrauen diese Ziele und auch gesellschaftlichen Wandel dadurch anzustoßen. Und wenn es das hätte, flächendeckend, dann denke ich mal, würde soziale Arbeit auch ganz anders auf unsere Gesellschaft einwirken können und hätte nicht diese Feuerwehrmentalität, die ihr aktuell nach meinem Empfinden halt zugeschrieben wird. Es gibt ein Problem, wir brauchen mal schnell ein paar Sozialarbeiter, die setzen mal auf das Problem, die sollen das jetzt mal richten, denn häufig ist das so, jedes Problem hat irgendeine Ursache und die Ursachen jetzt doch eigentlich im Sinne der sozialen Arbeit anzugehen und an denen etwas zu ändern. Wie wächst du heute auf? Ich wachse in Sachsen-Anhalt heute auf, in einer sehr ländlichen Gegend, mit viel Grün, nicht viel los, aber ich denke trotzdem mit einer sehr hohen Lebensqualität. Ja, also ich kann mich nicht beschweren. Also es gibt nichts, was du ändern würdest? Na, sowas gibt's immer, sonst wär's ja auch nicht
das Leben, wie man es kennt. Man kann auf jeden Fall immer alles besser machen. Zum Beispiel, also mir gefällt es nicht, dass wenig Jugendliche hier bleiben, dass viele Dörfer und Kleinstädte aussterben nach und nach, dass immer mehr leer steht, dass wenn man um 10 durch Wittenberg läuft, die Straßen auch leer sind, oft. Das liegt halt einfach daran, dass wenig Perspektiven hier geboten werden für Beruf, Karriere, Jugendliche vor allem. Ich finde es gut, dass wir im Freistaat Sachsen uns auf den Weg gemacht haben, eigenständige Jugendpolitik als Thema zu bearbeiten, deutlich zu machen, dass es da nicht nur um Sozialpolitik geht, sondern auch um Wirtschaftspolitik, Stichwort Ausbildung, Wissenschaftspolitik, Stichwort Studium oder auch die Bildungspolitik, das heißt das Thema Kita, Schule. Das heißt, wir sind dort, denke ich, auf einem interessanten Weg. Wir haben einen langwierigen Prozess vor uns, aber es freut mich, dass wir es angehen. Ich würde aber gerne noch mal auf was anderes zurückkommen, zu der Problematik überhaupt Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Sie haben ja in der Vorbereitung war von Ihrer Seite her immer die, also die Wortgruppe Kinder und Jugendliche. Wenn man es jetzt mal wirklich ganz genau betrachtet, reden wir dann über Kinder bis 14 und 14 bis 18 Jugendliche. Dann ist aber die Rede von Jugendpolitik. Wer ist da mit Jugend gemeint? Nochmal richtig drüber gestolpert bin ich gestern Abend, weiß ich jetzt nicht, ich glaube es war die Tagesschau, größte europäische Jugendstudie, 18 bis 34. Worüber reden wir jetzt? Das ist das pure Leben und wir sind mittendrin. Wir können machen, was wir wollen und sein, wer wir sind. Wir können öfter tanzen, lauter singen, mehr lachen. Und viel höher springen, durch Straßen hüpfen, kindisch sein, mehr lieben und mehr glücklich sein. Wir können alles wissen und nicht nur ahnungslos ahnen. Wir können alles erreichen und nicht nur planlos planen. Wir haben alles zu gewinnen und nichts zu verlieren. Und vor allem können wir leben und nicht nur existieren. Zum Projektfazit, also fürs, was das Projekt selber betrifft, inhaltlich, methodisch, fand ich insbesondere, was mich sehr, sehr positiv da auch beeindruckt hat, war, wie schön man in diesem Rahmen ins Gespräch gekommen ist mit Leuten. Also, dass sich auf dem Weg oder während man bei Termin war, auch immer noch vielleicht Anknüpfungspunkte ergeben haben, wo sich zukünftige Gespräche raus entwickeln können. Und auch, dass es so als Netzwerkprojekt auch so gut funktioniert hat. Also die Idee, das auf dem mitteldeutschen Lutherweg zu machen und an verschiedenen Orten einfach mal zu fragen, sich zu erkundigen, wie ist es hier bestellt um die Bedingungen für Jugendliche, also das regional aufzubauen, aber trotzdem vernetzt und darüber die Kommunikation uns gegenseitig auch auf dem Laufenden zu halten, wie es an den einzelnen Orten liegt. Das hat für mich auch einen ganz großen Wert in diesem Projekt ausgemacht, der, denke ich, auch für ähnliche Projekte, glaube ich, ein Zugewinn ist. Wenn ich dann erwachsen bin und sage, die Jugend ist anders, als sie früher war, bin ich der Meinung, dass das nicht stimmt. Das macht sich dann auch deutlich an Aussagen wie, wir müssen Kindern, das hat der Kollege eben hier gesagt, wir müssen Kindern die Möglichkeit zu Entscheidungen geben, damit sie die Kinder werden, wie wir sie uns vorstellen. Und da liegt der Grundfehler drin in dieser Einstellung. Kinder von früher sind genauso wie Kinder von heute.